Ein guter König, ein schrecklicher Vater. Hallo YouTube und willkommen zurück bei Mythologische Minuten. Heute spreche ich über den Kronos, den mächtigsten Titanen der griechischen Mythologie und dem Vater des Zeus. Aber bevor es losgeht, lasst doch ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Los geht's! Kronos gehörte zur Generation der Titanen. Diese waren die jüngsten Kinder des Uranus, dem Gott des Himmels, und der Gaia, der Göttin der Erde. Sie waren sechs Söhne und sechs Töchter, die sich wie bei den griechischen Göttern üblich in Geschwisterehen zusammenfanden. Die Paare lauten wie folgt: Okeanos und Thetis, Koios und Phoebe, Kraios und Eurybia, Hyperion und Thaia, Iapetos und Klymene und schließlich Kronos und Rhea. Ihre älteren Geschwister waren die hundertarmigen Hekatoncheiren und die einäugigen Zyklopen. Uranus jedoch hasste alle seine Kinder und sperrte sie, je nach Version, entweder in den Schoß ihrer Mutter Gaia, der Erde, zurück oder warf sie in den Tartaros, dem Ort, wo Sünder bestraft wurden. Gaia erlitt grässliche Schmerzen, während ihre Kinder in der Erde eingesperrt waren, und gebar stöhnend unter der schweren Last den Stahl. Doch die Erdgöttin war es schließlich nicht länger gewillt, diese Schmerzen zu ertragen, und sie beschloss, Uranus zu beseitigen. Doch Uranus war mehr als nur ein gewöhnlicher Gott. Er war die Personifikation eines Weltenteils. Für ihn brauchte die Erdgöttin eine besondere Waffe und damit auch besondere Schmiedemeister. So ließ sie von den Telchinen eine Schar Zauberkundiger, aber auch perfider Dämonen auf der Insel Rhodos eine der mächtigsten Waffen der Götter erschaffen. Die Telchinen erschufen die Sichel. Im Grunde ein harmloses Werkzeug für die Ernte. Doch dank den Telchinen war es nunmehr eine tödliche Waffe in den richtigen Händen. Nun jedoch musste Gaia jemanden finden, der mit seinen Händen die Sichel ergreifen würde, um eines der mächtigsten Wesen der Welt zu vernichten. So trat Gaia vor den Titanen und forderte sie auf, Uranus zu entmachten. Aber kein Titan und keine Titanin wagte es zu reagieren und nach der Sichel zu greifen. Bis sich Kronos, Gaias jüngster Sohn und nach mancher Auffassung auch der Gott der Zeit selbst, sich erhob und sich bereit erklärte, seine Mutter zu rächen. So attackierte der jüngste der Titanen mit der Sichel bewaffnet den Uranus, als dieser gerade Gaia umfing. Von diesem Mut angespornt, kamen Kronos nun vier seiner Brüder zu Hilfe. Uranus wurde entmannt und war damit nicht mehr würdig, Herr der Welt zu sein. Kronos belohnte seine Brüder für ihre Hilfe,
Krios wurde zum Titan des Südens, weil er seinen Vater im Süden festgehalten hatte. Koios erhielt den Norden als Sitz, da er den Vater im Norden festhielt. Hyperion hielt den Vater im Süden fest und wurde damit auch der Titan des Südens. Und schließlich Iapetos, der seinen Vater im Westen hielt und zum Titan des Westens wurde. An diesem Tag, an dem Tag, an dem Uranus von Kronos entmachtet wurde, wurden Himmel und Erde getrennt und so der Weg für alles Leben geschaffen. Doch wer andere Vorlesungen von mir zur griechischen Mythologie verfolgt hat, weiß, dass selbst abgeschlagene Körperteile eines Gottes noch Leben hervorbringen können. Als Kronos also das Genital seines Vaters von sich warf, entstanden aus den Bluttropfen die drei Erinien, die Giganten und die Eschennymphen, die Ahnen eines harten Menschengeschlechts. Das Gemächt des Uranus fiel ins Meer und aus dem Spermaschaum tauchte bei Zypern die Aphrodite auf, die Göttin der Liebe. Uranus jedoch war geschlagen und zog sich zurück, wodurch Kronos zum unangefochtenen König der Götter wurde. Doch die Zyklopen und Hekatanchiren hielt Kronos weiter gefangen, eine Tat, die ihm später noch teuer zu stehen kommen würde. Vorerst jedoch war alles gut. Unter Kronos erlebten die Menschen so ein goldenes Zeitalter, als sie mit den Tieren geschaffen wurden. Dieses goldene Zeitalter war eine Zeit, in der die Menschen gleichgestellt mit der Natur lebten, mit Tieren, mit Bäumen, mit Flüssen und keinen Hunger und keine Pein kannten. Dieses Zeitalter hätte vielleicht ewig andauern können, doch wie so oft sollte eine Prophezeiung das Ende eines Anfanges verkünden. So wurde Kronos prophezeit, dass er von einem starken Sohn entmachtet werden würde, so wie er Kronos einst seinen Vater Uranus entmachtete. Rhea hatte dem Kronos derweil die Göttinnen Hestia, Demeter und Hera sowie die Götter Hades und Poseidon geboren. Zeus jedoch ergriff alle von ihnen ohne Zögern und verschlang sie. Rhea war entsetzt und nicht gewillt, ihr jüngstes Kind Zeus auch an ihren Mann zu verfüttern. So gab sie Kronos statt Zeus in einem Tuch gekleideten Stein, den er ohne Hinsehen verschlang. Zeus wuchs verborgen vor seinem Vater heran und wurde ein starker und hinterlistiger Gott. Und es dürstete ihn nach Vergeltung für das, was sein Vater ihm und seinen Geschwistern angetan hatte. Doch Zeus war weise und wusste, dass er seinen Vater nicht allein stürzen könnte. Er brauchte seine Geschwister, um das zu erreichen. So umwarb er die Okeanine Metis, eine Tochter des Titanen des Meeres Okeanos und eine Dienerin seines Vaters, und brachte sie dazu, in Kronos Trank ein Brechmittel zu schütten.
Kronos spuckte daraufhin seine fünf Kinder wieder aus. Hestia, Demeter, Hera, Poseidon und Hades. Sie flüchteten unter Zeus Führung auf den Olymp und sammelten eine Armee gegen ihren grausamen Vater. Ihre stärksten Verbündeten für den Kampf gegen die Titanen fanden die neuen Gottheiten, die sich nunmehr Olympia nannten, im Tartaros. Die Hundertarmigen und die Zyklopen hatten nie vergessen, wie Kronos sie einst weiter im Tartaros verrotten ließ. Bereitwillig halfen sie Zeus und seinen Geschwistern, als sie sie befreiten. Die Zyklopen schmiedeten so den Blitz für Zeus, den Dreissack für Poseidon und eine Tarnkappe für Hades, die bei jedem, der in ihre Nähe kam, Angst auslöste. Die Hundertarmigen dagegen ergriffen unzählige Felsen und warfen gewaltige Steinhagel auf die Armeen der Titanen. Der Krieg, die Titanomachie, konnte somit beginnen. Kronos jedoch war nicht wehrlos und dachte nicht daran, seinen Thron sang- und klanglos zu räumen. So rief er alle Titanen nach Othyries, dem Berg der Titanen, zu sich und forderte sie auf, gegen die Olympia zu ziehen. Doch längst nicht alle Titanen folgten seinen Ruf. Manche zogen es vor, neutral zu bleiben und sich dann dem Sieger anzubiedern. So kam der Meerestitan Okeanos seinem Bruder nicht zu Hilfe, sondern wartete in den Tiefen seines Meerespalastes auf den Ausgang des Krieges, um sich dann den Sieger anzuschließen. Andere Titanen gingen sogar weiter. Sie sahen den Herbst ihrer Rasse gekommen. Und um den Winter zu überstehen, schlossen sie sich den Olympiern an. Der bekannteste dieser vorausschauenden Titanen war sicherlich der weitsichtige Prometheus. Lange Jahre tobte der Kampf und keine Seite erlangte einen Vorteil, bis die Hundertarmigen vom Olymp aus, wo Zeus und seine Geschwister standen, den Titanenberg Othyries unter einem Steinhagel begruben. Die Welt lag danach, nach dem Krieg der Titanen und der Olympia in Trümmern. Die Menschen waren gezwungen gewesen, sich den brutalen neuen Umständen anzupassen. Für sie endete das goldene Zeitalter mit Kronos Fall endgültig. Und ein Blick auf die Welt nach diesem schrecklichen Krieg zeigte ihnen, dass das goldene Zeitalter auf Erden nie wiederkehren würde. Auch die Olympia und Titanen mussten sich neu ordnen. Titanen, die neutral geblieben waren, wurden so unbehelligt gelassen. So durfte Okeanos, der Vater aller Seen, Flüsse und Quellen, sowie der Vater der 3000 Okeanen, weiter in seinem Palast im fernen Westen friedlich über den allumfassenden Weltenstrom herrschen. Auch die Titanen, die den Olympiern die Treue gehalten hatten, wurden belohnt. So wurde Prometheus ein enger Berater des Gottkönigs Zeus. Die übrigen Titanen, die sich gegen die Olympier gestellt hatten, hatten jedoch weniger Glück. Sie wurden gefesselt in die unendlichen Tiefen der Unterwelt gestoßen.
wo sie hinter einem Tor eingesperrt und bewacht von den Hundertarmigen gefangen gehalten wurden. Doch der Erzählung der Ophika nach, einer antiken Strömung von Dichtern, vergab Zeus seinem Vater letztendlich und machte Kronos zum Herrn des griechischen Paradieses Elysium in der Unterwelt. Dort herrschte dank Kronos immer noch das längst vergangene goldene Zeitalter. Denn auch wenn Kronos ein grausamer Vater gewesen war, so war er für die Menschheit dank des goldenen Zeitalters ein guter König gewesen. Denn in seiner Zeit lebten die Menschen ohne Not und Pein. Erst die Titanomachie unter seinem Sohn Zeus sorgten dafür, dass die Menschen bis heute in Not und ständigen Unfrieden leben. Da die Welt im Krieg der Götter auseinandergerissen wurde. Was wieder mal zeigt, dass Krieg nur zweierlei bewirkt: Zerstörung und ewiges Leiden. Doch trotz Kronos dramatischen Sturzes wurde er nie vergessen. Wir alle kennen ihn bis heute noch als den großen Gegenspieler der Olympia, wie er uns unter anderem in den Percy Jackson Büchern von Rick Riordan vorgestellt wird. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da und abonniert meinen Kanal.